Ja, und während alle Welt auf die neuen Zahlen aus Amerika wartet, heute werden ja um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die neuesten Zahlen über die Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben und morgen dann die Verbraucherpreise. Ja, da hat der DAX sich einfach gar nicht groß drum gekümmert, sondern hat mit Optimismus gleich ein Plus von 0,8% hingelegt. Woher das kam, das erfahren wir jetzt von Friedhelm Busch in Frankfurt. Es kam von der Käuferseite, die institutionellen Anleger aus Deutschland. Die großen Fonds und die Versicherungen haben so ganz allmählich begriffen, dass sie jetzt doch reingehen müssen und dass mit weiter sinkenden Kursen in der nächsten Zeit wohl nicht mehr zu rechnen ist. Und wenn, dann geht es nur noch ein bisschen nach unten. Das heißt also, sie müssen nun jetzt allmählich ihre Liquidität abbauen und einsteigen. Außerdem, so hieß es, haben einige amerikanische Investmenthäuser signalisiert, sie würden jetzt die deutsche Börse etwas höher gewichten. Höher gewichten heißt, dass sie mehr Anteile in ihrem Depot den deutschen Aktien widmen wollen. Das heißt also auch von der Seite her Kaufinteresse zumindest signalisiert. So, und nun auf der anderen Seite, die Verkäuferseite, absolut Fehlanzeige. Der Markt ist fast trocken, da kommt kaum noch etwas, sodass also schon geringe geringe Kaufaufträge zu großen Kursausschlägen führen. Das ist im Moment die Stimmung auf dem Parkett. Das Ganze kann natürlich heute Nachmittag sofort ins Gegenteil sich verkehren, wenn aus Amerika Zahlen kommen, die belegen, dass es mit der Konjunktur doch viel, viel besser läuft, als wir im Moment erwarten. Deswegen sind die Einzelhandelszahlen von heute Nachmittag und morgen die Konsumentenpreise schon wichtig. Die können das Ganze entweder noch mal richtig forcieren und noch mal nachlegen oder zur Umkehr blasen. Jetzt kommen wir zum DAX und so sieht er aus am Ende der Präsenzbörsensitzung. Da lag er bei 2133,24 und das entsprach einem Plus von 16,29 Punkten. Am Terminmarkt geht der DAX auf 2142,5 mit steigender Tendenz. Vergessen wir nicht, dass wir am Freitag auch noch einen Verfallstag der Terminbörse haben. Das ist zwar kein ganz großer Tag, aber da könnte noch einiges passieren. Und im DAX sind denn so Marken wie 2150 plötzlich wichtig. Oder die Optimisten glauben sogar, dass wir bis Freitag durchaus uns an 2200 orientieren könnten. Aber immer wieder vorausgesetzt, dass in Amerika nichts Schlimmes passiert. Am Rentenmarkt war heute nicht dieser Mut zu spüren. Am Rentenmarkt erstmal weiterhin konsolidieren, weiterhin Seitwärtsbewegung. Der Bund Future konnte nur ein bisschen zulegen, verglichen mit dem schwachen Schluss des Terminhandels von gestern Abend. Er lag am Ende der Präsenzbörsensitzung bei ungefähr 90,38 und das entsprach einem Plus von 11 Stellen. Aber für den Kassamarkt hat das nicht gereicht. Am Kassamarkt gingen die Kurse in einzelnen Bereichen ganz, ganz leicht zurück. Und die Renditen, sie stiegen daraufhin leicht an, um eine Stelle, das sogleich mehr. Jetzt schauen wir uns die Trendwerte an. Und da haben wir deutliche Kursgewinne im Automobilbereich und bei den Banken auffällig die Deutsche Bank, die hier sehr stark gehandelt wurden in der Schlussphase. Ob das nun immer institutionelle Anleger waren als Käufer, das wage ich zu bezweifeln. Da gab es auch natürlich von Seiten der Terminbörse her einige Käufe. Die Dresdner nur ganz wenig zugelegt, da hatte man eigentlich mehr erwartet, allein schon von der Charttechnik her. Allianz Holding, ein Plus von 23 Mark. Auf der zweiten Trendwertetafel kommen wir zur Chemie und die drei großen Farbennachfolger haben deutlich zulegen können. BASF, Bayer vor allem und Höchst. Aber auch Schering sahen zunächst einmal nicht schlecht aus, während sie dann zum Schluss der Präsenzbörsensitzung etwas abbröckelten. Nur noch ein leichtes Plus von 50 Pfennig, aber bei einem Kurs von 1138 ein BG bezahlt Geld dahinter. Degussa aber weiter wieder auf dem Weg nach oben. Ich sagte ja schon zu Degussa, ein Jojo-Wert heute mal wieder im Plus. 478 der Kurs und 5,50 Mark das Plus. Nun der Blick aufs Gold. Beim Gold hat sich den ganzen Tag über nicht allzu viel getan. Der Goldpreis liegt bei ungefähr 376 Dollar aktuell, etwas über dem Fixing von gestern in London. Und nun die Terminbörse mit den Devisenkursen.
Ein zweiter Blick an die deutsche Terminbörse. Die freundliche Stimmung an der DTB hält weiter an. In der DAX-Option gingen die Umsätze im Vergleich zu gestern leicht zurück. Bisher wurden 55.438 Kontrakte gehandelt. Als Put-Call-Verhältnis errechnet sich 0,8. Bei den Aktienoptionen wurden bis jetzt 22.838 Kontrakte umgesetzt. Das sind rund 5.000 Stück mehr als gestern um diese Zeit. Das Put-Call-Verhältnis hier beträgt recht freundliche 0,5. So, nun die laufenden Kurse der wichtigsten Währungen. Der US-Dollar bei einer Mark 52,07, leicht über der Marke von 1,52. Der kanadische Dollar notiert mit einer Mark 08,75 und das britische Pfund weiter im Minus bei 2 Mark 36,22. 100 französische Franc werden im Moment mit 28 Mark 87,3 gehandelt. 100 Schweizer Franken kosten 118 Mark 32 und 1000 italienische Lire liegen im Moment bei 94 Pfennig 37. 100 spanische Peseten notieren bei 1,1662 Mark, ein deutliches Plus mittlerweile von 0,7% bei den spanischen Peseten. 100 portugiesische Escudos liegen bei 96 Pfennig 95 und 100 dänische Kronen kosten 25 Mark 41,7. Ein Blick noch 100 japanische Yen, unverändert bei 1,5382 Mark. 100 Hongkong-Dollar liegen bei 19,675 Mark und der australische Dollar exakt bei 1,1309 Mark. Wir machen weiter mit dem Rentenmarkt, mit den Renditen. Die durchschnittliche Umlaufrendite ist um eine Stelle gestiegen auf 7,30 nach 7,29. Die über 3- bis 5-jährigen Laufzeiten sind dagegen in der Rendite gleich geblieben bei 6,91%. Bei den über 5- bis 8-jährigen Laufzeiten gab es eine erhöhte Rendite 7,37 im Moment. Und bei den über 8- bis 15-jährigen liegt die Rendite nach 7,50 gestern, heute bei 7,51. So, was gibt's heute Abend in der Telebörse? Da haben wir zunächst einmal um 19.10 Uhr das heiße Thema Haftungsfragen bei Optionsscheinen, die über Discount Broker gehandelt werden. Und dann haben wir heute Abend jetzt muss mir die liebe Redaktion in Berlin sagen, was BAWE heißt. Das ist so informativ, dass ich selber auch nicht weiß. Das ist das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel. Das ist das E hinten für Handel. Und da machen wir heute Abend, haben wir heute Abend eine erste Bilanz. So steht es hier auf dieser Grafik um 22.15 Uhr in der Telebörse. So, das war's zunächst einmal von der Telebörse heute Abend. Und nun schauen wir uns an, wie es denn hier beim DAX heute zum Schluss der Präsenzbörse aussah. Da lag der DAX bei 2.133,24 und das entspricht einem Plus von 16,29 Punkten. 2.142,5 der DAX am Terminmarkt und im Ibis-Handel steht der DAX bei 2.133,13, also etwas unter dem Schluss des Präsenzhandels, aber eigentlich nur hinterm Komma. Der Bund-Future bei 90,38, da hat sich den ganzen Tag über kaum etwas getan. Das war's aus Frankfurt, zurück nach Berlin. Psst. Psst. Als Telefon habe ich ja schon einiges zu hören bekommen. Aber Geldmarktfonds ohne Mindestanlage, da klingelt's doch bei jedem cleveren Anleger. Also gleich anrufen und die attraktiven Erträge sichern. Santander Direktbank 0180 324 24 26. Rufen Sie an 0180 324 24 26. Hier wieder aktuell das Neueste vom größten Hitparaden-Service der Welt. Die Top-Hits als Serie. Alle 2 Monate neu. Starten Sie mit 18 aktuellen Top-Hits aus den internationalen Charts. Rufen Sie jetzt an 0531 22 22. Bestellen Sie dieses exklusive Startangebot für glatte 10 Mark, alles inklusive. Zehn Tage unverbindlich zum Reinhören.
Kein Kaufzwang, immer mit Rückgabegarantie. Auf CD oder MC. Das Startangebot für nur 10 Mark. 0531 22 22. Bestellen Sie jetzt. Die Wirtschaftsmeldung. Deutsche Staatsfinanzen bleiben angespannt. Trotz der geringer als erwartet ausgefallenen Staatsverschuldung gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Ein Spielraum für neue Ausgaben gäbe es noch nicht, erklärte der Bundesverband Deutscher Banken. Gerade in einer Aufschwungphase müsse an der Haushaltskonsolidierung weitergearbeitet werden. China nur Spitze des Eisbergs. Vertreter der US-Software-, Musik- und Filmindustrie sehen sich auch durch die Produktpiraterie aus Bulgarien, Indonesien und der Türkei bedroht. Zum Teil werde in diesen Ländern mit Duldung oder sogar mit Hilfe der Regierung gearbeitet. Stagnation. Die britischen Einzelhandelsumsätze haben im Januar im Jahresvergleich stagniert. Dies geht aus einer Studie des zuständigen Arbeitgeberverbandes hervor. Absatzrekord. BMW-Motorräder erlebten im letzten Jahr einen wahren Boom. 1994 verkaufte BMW mit 46.500 Stück so viel Zweiräder in einem Jahr wie noch nie. In Deutschland erreichten BMW-Motorräder einen um 2,7 Prozentpunkte gestiegenen Marktanteil von 11,4%. Weltweit legte BMW um 1,6 Prozentpunkte auf 5,7% Marktanteil zu. In rascher Folge ziehen Wolkenbänder vom Atlantik auf den Kontinent. Damit verbunden sind einzelne Tiefausläufer. Sie sorgen für wechselhaftes Wetter. Neben Regen bringen sie aber auch milde Meeresluft. Davon bekommt man heute vor allem im Mittel- und Westeuropa etwas zu spüren. Wenn Sie sich in Berlin oder Paris aufhalten, können Sie mit Werten um 10 Grad rechnen. Damit ist es hier ähnlich mild wie in Madrid oder Istanbul. Sonnig wie im Süden Europas wird es allerdings nicht. Wolken und Regen wechseln mit Aufheiterung. Morgen hält das wechselhafte Wetter an. Tiefausläufer ziehen von West nach Ost über Europa hinweg. Das bedeutet Bewölkung und Niederschlag. Die Sonne findet man vorwiegend am Mittelmeer. Die Temperaturen betragen hier an den Küsten zwischen 15 und 20 Grad. Etwa halb so warm wird es noch in West- und Mitteleuropa. Der Winter hat sich in den Norden Russlands zurückgezogen. Warum heißt der neueste Investmentfonds der Luxemburger Postbank-Tochter eigentlich Rendite DM Cash? Klar, weil Sie damit ordentlich Cash machen können. Das Beste ist aber, Sie zahlen keinen Ausgabeaufschlag und Sie können täglich über Ihr Geld verfügen. Bereits ab 5000 Mark sind Sie dabei. Hallo? Rufen Sie an. 0130 7890. Wir schicken Ihnen den Verkaufsprospekt. Stellen Sie sich so Fitness vor? Oder so? Mehr als 500 Inline-Studios bieten Fitness für jeden. Rufen Sie jetzt an. 0180 535 8383. Und wir sagen Ihnen, wo sich Ihr nächster Inline-Fitnessclub befindet. Zum Kennenlernen erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 50 Mark. Sie können dann einen ganzen Tag lang alle Studioeinrichtungen kostenlos nutzen. Inklusive Fitnesstest, Schnuppertraining und persönlichem Beratungsgespräch. Inline, das Markenzeichen für Fitness. Rufen Sie jetzt an!